Liebe Waage, mein Name ist Emanuel von Zehnstern und das ist die allgemeine Monatsprognose für November 2020. Zwischen 1. und 11. hast du Merkur Quadrat Saturn. In dieser Zeit solltest du keine neuen Initiativen ergreifen, denn ansonsten wirst du Hindernissen begegnen. In den Bereichen des Berufes und des Geldes sollte man sachlich und fair bleiben, anstatt blauäugig in eine Richtung zu gehen. Am 3. geht Merkur direkt laufend in Waage. Es dürfte dir schwer fallen, meine liebe Waage, mit den herrschenden Umständen zurechtzukommen. Dies gilt vor allem, wenn du viele Pläne geschmieden hast. Du selbst oder jemand anders wird bald auf fremde Hilfe angewiesen sein. Das ist auch eine Möglichkeit mit Merkur in diesem Bereich deines Horoskops. Die Beziehungen zu einem Menschen werden nicht einfach sein. Es ist vielleicht besser, wenn man sich komplett zurückzieht. Zwischen 12. und 13. des Monats hast du Jupiter-Konjunktion Pluto. Vielleicht muss man eine Sache durchziehen und sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Bei den Themen Familie, Haus und Wohnung gibt es eine ernsthafte Entscheidung zu treffen. Falls zu treffend sind Probleme mit dem Auto oder mit einem Haushaltsgerät zu erwarten, in Sachen Finanzen kann eine Situation eine große Geldinvestition erfordern. Und dann haben wir am 14. März direkt laufend in Widder. Bis Anfang 2021 wirst du dich viel mit den Inhalten eines anderen Menschen beschäftigen. Wenn du eine Partnerschaft führst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dich um die Probleme deines Partners kümmerst. Es würde nichts bringen, jemanden zu etwas zu zwingen, auch wenn deine Perspektiven und Wertschätzungen legitim sind. Diese Aussage gilt bis Anfang 2021. Zwischen 17. und 20. hast du Merkur Opposition Uranus. Man könnte eine unerwartete Einladung oder überraschende Nachricht bekommen. Es ist wichtig, die Ruhe zu bewahren und sich nicht wegen Kleinigkeiten irritieren zu lassen. Zwischen 15. und 19. des Monats hast du Venus Quadrat Saturn. Vorsicht und Zurückhaltung sind notwendig, bis bestehende Probleme bereinigt sind. Dies gilt in allen Lebensbereichen, meine liebe Waage. Und du hast dann am 21. Venus in Skorpion eingetreten, das heißt, bis Mitte Dezember sollte man womöglich Geld sparen. Jemand in deinem Freundes- oder Familienkreis könnte sich bald in einer schwierigen Lage befinden. Wenn man andere Menschen finanziell unterstützt, dann wird man seine eigene finanzielle Stabilität gefährden. Wir haben zwischen 22. und 28. Venus-Opposition Uranus und das heißt in Sachen Liebe gibt es positive Aussichten im Laufe der letzten Monatswoche. Man darf sich freuen und man wird für mehr Abwechslung in diesem Lebensbereich sorgen und damit mehr Spaß haben. Eine Affäre ist auch möglich mit dieser Konstellation. Wir haben dann am 29. Neptun direkt laufend in Fische. Kreative und spirituelle Arbeit sind mit diesem Transit bis Juni 2021 besonders begünstigt. Und dann zum Schluss, zwischen 29. und 30. November haben wir eine harmonische Konstellation zwischen Merkur, Jupiter und Saturn. Am Monatsende wirst du deine Ungewissheit in Bezug auf eine Person, Thema oder Situation überwinden können. Liebe Waage, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit November 2020. Wenn du eine individuelle Vorausschau für deine Zukunft brauchst, bin ich immer da. Du kannst eine Beratung bei mir bestellen. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Glück, Liebe und Erfolg. Alles Gute und bis zum nächsten Video.